Hallo und herzlich willkommen zurück zu Warframe mit dem lieben Onkel. Ja, Hallöchen! Jo, wir beide haben jetzt mal uns ein bisschen unseren Charakter umdesignt. Ich bin jetzt mehr so rot, oh, so ein bisschen grünlich. Also ich finde, es schaut nice aus. Wie hast du deinen gemacht, Onkel? Ich hab meinen so ein, ja, was ist denn das? Lila? Ist das lila? Keine Ahnung. Ja, so Iron Man-like, so orange und rot eigentlich, aber es ist lila, so mehr. Und so habe ich die ganze, so habe ich auch jetzt mein Schiff angepasst. Man kann nämlich auch sein Schiff hier so anpassen. Und jetzt ist das alles so. Ja. Und wir haben uns auch schon eingeladen, wie ihr jetzt seht, hier oben. Hardscope, YouTube, da oben Genau. ist er. Das heißt, Ja, wenn wir jetzt eine eine Mission Gruppe. machen, dann werden wir dort zusammen hingebeamt. Das Okay. Raumschiff hat wahrscheinlich jeder selber sein eigenes. Oh. Was ich jetzt glaube, wir sind ja da in den letzten Part ein bisschen durchs Schiff gelaufen, wo wir das ja auch mit dem Arsenal hatten und so. Ich glaube, um jetzt weiterzumachen, geh mal hoch in deine Kommandostation. Und dann hast du ja dieses kleine Beamer-Ding da, genau geradeaus ist die Sternenkarte. Drück da Ja, mal X stand ich schon und die ich ganze Zeit glaube. davor. Ah Oh, ja, ich habe okay. Fenster nicht zugemacht. Entschuldigung, jetzt kam hier ein Motorrad vorbeigefahren. Okay, die Erde. Und jetzt haben wir da, also ich habe da zumindest einmal den Mantel und einmal den Maros Bazar Sektor. Was ist denn jetzt? Ist das jetzt hier vielleicht Maros Bazaar? Ist das vielleicht dieses Tutorial? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, also ich habe gerade drauf gedrückt, ich komme da auf jeden Fall nicht rein. Aha, zum Ah. Handel. Ach, das ist ein Handelsdings. Das ist ein Bazaar. Ah, Na klar, ja. Bazaar. Klar. Wenn du jetzt rechte Maustaste hältst, kannst du diesen Planeten rotieren. Ja, das mache ich gerade schon die ganze Zeit. Und ich habe da dann noch dieses. Ah, ne, okay, gut, es ist gesperrt. Mantle wäre das dann. Okay, dann würde ich mal Jo. draufklicken. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich dich danach ziehe. Ich glaube, ich ziehe dich Das danach, ist oder? eine Einzelspielermission, die alleine absolviert werden muss. Du wirst deine derzeitige Gruppe verlassen. Wenn du sie jetzt startest, bist du bereit. Also, wir werden wieder aus der Gruppe gezogen. Ja, müssen wir erstmal machen, ne? Es gibt ja keine Okay, andere gut. Mission jetzt. Okay, Okay, ja. ich drücke jetzt auf Ja. Na, es gibt jetzt keine andere Mission. Okay, es lädt wieder und da kommt Jo. bestimmt wieder irgendeine Zwischensequenz oder so. Also auf jeden Fall sehr geil gemacht. Aber bis jetzt gefällt es mir wirklich richtig gut. The segment you need is in a nearby data vault. Infiltrate the vault and retrieve the segment. Okay. Okay, gut. Oh, das ist riesig. Oh, da ist der Typ wieder. Breaking through. I see the shadows of your mind. Okay. Gut. Shadows of your mind. So, okay. Okay, wir sind hier runtergekommen. Jetzt gucken wir mal. Mal hier. Okay, Mondlicht. war vielleicht gar nicht mal so schlau, den Feuerbogen zu nehmen, muss ich sagen. This data vault is equipped with a variety of security measures. How you defeat those measures is up to you. Okay, dann geht's. Okay. Ah ja, okay. Okay, Jetzt okay. da unten rum, okay. Okay. Unten rum. Ja, du musst da durch so eine kleine Schlucht laufen, dann kommt dann so ein Riesen. Nee, doch nicht. Oder doch? Riesenhöhle. Ziemlich Ah große ja, Höhle doch, ist hier. doch. Das ist wie so eine kleine Schlucht und dann musst du durchlaufen, dann kommt da so ein riesen Zahnrad, nennen wir es jetzt mal. Hier liegen Gehirne auf dem Fußboden. Echt? Ne, was sind das? Nee, das ist doch ein Was ist denn Wasserrad. das? Was steht denn da? Warte mal. Mondlicht. Drehzapfen. Was? Kann man sowas einsammeln? Wird angegriffen. Okay. Ah, da unten ist einer. Okay, ich habe mir jetzt das Gehirn oder das komische Ei auf dem Fußboden näher angeguckt, deswegen hänge ich jetzt wieder nach. Gut, ich habe den ersten schon da weggeholt. Oder auch nicht. Ich bin jetzt gerade hier auf so einer Brücke. Brücke? Okay, da bist du noch nicht. War da noch irgendwo einer?
Ja, da. Okay. Stufe aufgestiegen, Level 1, MK1. Okay. Ja, und ist alles voll Wasser? Ja, da bin ich jetzt auch. Das sind dann wieder lauter Kisten, wo du plündern kannst. Die sind zumindest dünn, eine. Die, ne? Oh, ich habe wieder festgenagelt. Ich habe dich genagelt. So, wow. Ja, werden wir bestimmt noch öfters mal sprachlos sein bei dem Spiel, wenn das hier wieder... Ja, ich freue mich dann schon drauf, mit dir im Koop dann richtig zusammen auf der Map da rumzuziehen. Oh ja, das macht bestimmt Spaß. Mega geil. Du kannst ja deine... wenn du deinen Charakter designst, kannst du das am Ende deine... Nicht Artefakte, irgendwas anders ist das, wo du da noch Licht hinzufügen kannst. Ich leuchte jetzt gerade extremst hell. Bist du wenigstens mal im Spiel eine helle Leuchte? Oh Mann, du bist so gemein. So. Ja. Da, da. Meinst du, in dem Spiel kann man auch Waffen finden? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das sind so Standardwaffen, die du dann aufrüsten kannst. Deswegen ärgert es mich jetzt irgendwie, das MG nicht genommen zu haben. Aber irgendwie aber auch nervt es mich auch, dass ich die Pistole genommen habe, statt die Messer. Weil das wäre jetzt eine geile Zusammenstellung, so die Messer und Pfeil und Bogen. Der Bogen. Okay, der hängt mal ab, würde ich sagen. Der klebt bei mir oben an der Decke, dank dem Pfeil. Ich finde es jetzt nicht mehr übel, dass ich den Pfeil und Bogen genommen habe, weil du kannst so mehr auf Distance spielen. Ja, ja. Ja, auf den Spind rumklopfen bringt nichts, möchte ich nochmal gesagt haben. Ah ja, okay, da geht's auf. Oder? X, ja. Ah, jetzt musst du wieder dieses Sicherheitssystem knacken. Okay, da bist du schon weiter als ich. Ich hab mich jetzt hier wieder zu sehr umgeguckt. Aber, ach nee, ich bin schon bei dem Sicherheitssystem. Okay. Oh Gott. Muss ich da jetzt einfach runter? Och. Oh, cool. Ui, was ist... Warte, da selber? Steht irgendwas. Nee, da sind Laser. Was Quenier Kraftfelder lösen den Alarm aus? Okay, also heißt das, wir dürfen nicht in die Kraftfelder da kommen. Das, denke ich, sind die Orangenen. Ist das ein Feind? Vermeide es, Feinde zu alarmieren, die den Tresor patrouillieren, okay. Aua. Krass, ich mach grad einen voll auf. Voll auf Stealth, was überhaupt nicht funktioniert irgendwie. Stell dich mal wieder zu dumm an. Boah, Gott, ich wäre jetzt gerade fast runtergefallen. Okay, hier war es nicht so gut. Du, wenn du da vor diesem Tresor stehst, da kannst du rechts rumgehen, aber das ist alles voller Elektro, da ja. Bin ich als erstes reingelaufen. Hier ist so ein Knopf, alarmierte Feinde können einen Panikknopf verwenden, um allgemeinen Alarm auszulösen. Ach, das ist hier der Alarm, da dürfen wir nicht ranlassen, die Leute, aha. Wenn du um das Ding rumläufst, das Kreisel. Okay, weil ich bin jetzt im Tresor innen. Cool, das ist da hast du wieder vorausgegriffen. Okay, gut. X für Hacken. Gut, gehackt, alles klar. Übung macht den Meister. Data extracted. Ja. They won't even know it's gone. The segment is yours. Head to extraction. Stufe aufgestiegen. As every moment passes, the Ascaris burrows deeper, revealing you. Okay. Hast du den Tresor schon gehackt? Ja, ja, Stufe aufgestiegen bin ich gerade. Okay, gut, weil dann laufe ich wieder die Treppe hoch. Ah, jetzt ist hinten der Strom weg. Was läuft jetzt die Treppe hoch? Na, wir müssen wieder abhauen. Ja, stimmt. Zumindest wird es bei mir so auf der Karte angezeigt. Ja, ich muss mal mehr auf die Karte gucken. Also bis jetzt alles gut gelaufen. Hat mich keiner entdeckt. Noch nicht. Oh Gott, da ist einer. Zack, den haben wir.
mal, ne? Hä, was siehst du da, Leute? Ich sehe da keinen. Wenn du weiter vorläufst. Ich lauf jetzt gerade durch so einen Tunnel. Zack. Oh, ich bin kein Anfänger mehr. Ah, okay, geht's runter. Hm. Sau hübsch. Boah, geil. Das ist hier mal richtig cool gemacht. Nein! Geil, also das ist echt cool gemacht hier. Boah, da hinten läuft ja noch was Wasser. Cool. Ich bin jetzt an wie so einem Landeplatz hier. Da warte ich jetzt mal, bis du da hinten bist. Schau mich mal währenddessen hier so ein bisschen um. Boah, das glaube ich. Ich muss hier über den. Lass mich raten, ich muss über den See springen, ne? Du musst da durch so einen. Kann ich ja durchlaufen? Ich dachte, ich tue die Strömung wegholen. Du musst ja zurücklaufen, dann musst du durch so einen langen Tunnel gehen, da stehen drei, vier Gegner. Hab ich jetzt gerade, was ist denn das hier? Genau, und dann kommst du an wie so einem Landeplatz hin. Ja, aber jetzt muss ich, ach, flussaufwärts laufen, warte, Moment. Was? Ach, da ist einer. Hab ich gerade mitgecheckt. Ich hab Pornofarben, mein Char. Jetzt ist aber rechts auch noch so ein Tunnel. Warte mal. Rechts. Hier ist noch so eine Kiste. Okay. So, jetzt. Keine Ahnung. Ich schlaf mal hier rein. Ich denke mal, da meinst du den Fluss hoch, dann rechts, denke ich mal, da steht Tunnel, ne? Ja, dürfte es so richtig sein. Alter, wie weit bist denn du schon? Ich bin da jetzt an diesem Landeplatz. Ah, jetzt sehe ich den Landeplatz auch, okay. Ich laufe hin. Okay, gut, dann laufe ich da auch mal hin. Mission erfolgreich. Ach, das war's schon. Oh, okay. Rückkehr zur Lobby in 8, 7, 6. Okay, warte, was haben wir denn hier? Einkerbung, beschädigt 10% Schaden. Ey, das ist so übelst geil gemacht. Selbst die Karten sehen übelst geil aus. Ja. Ja, super. So. Einkerbung. Ah, das ist jetzt auch nochmal, was du alles bekommen hast. Zugefügter Schaden 100%. Na natürlich, immer 100%. Sei muss. Und dann da oben, was du am Bonus bekommen hast und was du hier an Waffen wieder alles hast. An der, wie viel XP die Waffen bekommen haben. Willkommen zurück, Operator. So, verlassen. Install it now. Orders patiently awaits its installation. Den Ordis installieren. Get communications online. I must analyze what Vor's Ascaris is doing to your warframe. This technology is beyond the Grineer. It must be Corpus in origin. Ich tue mal das Segment installieren. Du auch? Segment installieren. Warte mal, bei mir redet gerade noch jemand. Toll, jetzt ist unten der scheiß Chat wieder auf. Okay, jetzt installiere ich's. Oh, cool. Dann haben wir einen Markt. Okay, schauen wir uns doch mal an. Okay. Systems engaging. I suppose this will do. Ordis is grateful. Ach du Kackwurst. Ach du Scheiße, da kannst du ja alles kaufen. Aber alles für echt. Ja, ich schaue mich gerade so ein bisschen durch, ob da vielleicht. Ja, doch, da unten. Da gibt es zum Beispiel was für nicht echt Geld. Du hast ja gesagt, du bereust es, dass du den Bogen genommen hast. Du kannst dir hier zum Beispiel diese MK1, die wo du am Anfang nehmen konntest, die kannst du dir hier für 15.000 kaufen. Oh, klar. Ist ja kaum was. Für 25.000 gibt es dann noch eine ach, bessere. Das sind oben. Ach so, warte mal, hier oben sind empfohlen, ne? Und hier kann man dann. Ah, so funktioniert das. Da kannst du dich noch einzeln durchklicken. Krass. Was gibt's denn als Sekundär alles? Oh, das cool. Ist doch alles. Das ist doch alles so dämliches Geld hier, dieses. Ja, du musst bei Waffen dann auf Premier
Und da musst du dich mal ein bisschen runterscrollen. Die meisten sind für Echtgeld, aber da sind auch ein paar dabei, wo du für dieses Ingame-Geld kaufen kannst. Nee. Moment, jetzt bin ich doch klar, hier. Ach, hier. Ja, es sind nicht viele. Das finde ich schon ein bisschen doof, muss ich sagen. Ein bisschen. Ja, vielleicht verdient man ja auch solches Geld. Mal gucken. Ja, mal schauen, was es noch so gibt. Nahkampf. Oh geil, da gibt es auch so zwei wie so Dolche. Ich kann sie noch andere Figuren kaufen oder was? Warframes. Ja, aber die sind alle für so Echtgeldzeug. Ausstattung, Booster, Ausrüstung. Okay, ich habe gerade so einen richtig kranken Hintergrund da. Irgendjemand redet da. In-game. Okay, ja. Schau mal, wenn du auf Ausstattung gehst und dann auf Coopros, wenn das so richtig ausgesprochen wird, kannst du dir für Ingame-Geld Begleiter kaufen. Nicht für Ingame-Geld, für Echtgeld. Kannst du dir also das so Begleiter kaufen, das ist ja auch cool. Was für ein Zeug? Coopros? Coopros. Ach hier. Da unten. Ah, okay. Wächter kannst du dir kaufen, da gibt es auch noch Pakete. Was halt. Ah ja, für 7500 kriegst du ein Cicero-Krise-Gegenmittel-Paket. Das ist ja. Wow. Krass, was du dir alles kaufen kannst. Na mal gucken. Wenn das Spiel vielleicht gut ist, stecke ich vielleicht sogar mal was rein. Mal gucken. Ja. Dann musst du vielleicht sogar weiterzocken. Mal gucken. Werden wir sehen. Ja. Genau. Was haben wir denn hier? Okay. Scanner. Oh, jetzt hab ich. Ah. Jetzt kann ich auch den Scanner aus- und anschalten. Warte mal, ich schau mal, ob es noch sowas auf dem Schiff jetzt gibt. Oh, links ist hier auch noch was. Schleichender Fächer. Codex. Oh, geil, da kannst du die Force Bryce. Ach, da kannst du, das ist die Figur Force Bryce. Die kannst du jetzt hier so ganz kurz. Scanner aus. So, okay, kann man das auch als Vollbild machen? Cool. Das hätte ich gern als Vollbild. Offline-Segment nötig. Hast du das bei Codex rangegangen? Bei wo? Codex. Wo ist das? Ah, da üben ist was. Codex. Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen. Force Prize, Quests, Universum. Ash. Training. Ach geil, da kannst du sogar Training machen. Missionen. Ah, und das sind lauter Missionen. Cool. Gegner. Das ist jetzt dann auch, wenn ich hier auf meine Sternkarte gehe. Was meinst du jetzt? Ach, hier oben, Missionen. Okay, und sehe ich da jetzt irgendwo, ob das eine Einzel- oder Gruppenmission markieren, Ziel höhere Priorität. Ach so. Das sind, du kannst keine Mission, du kannst ja bloß Missionen, du kannst sie nicht spielen. Ach so, okay. Das erklärt ja bloß, was das für Missionen sind. Verteidigung, Auslöschung, bla 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 bla. Aber ein Training kannst du schon machen, oder? Basistraining? Ach so, nee, das ist alles. Okay. Ach, das sind dann wie so Guides oder was? Mhm, genau. Ah ja, okay. Deswegen ja Codex, das ist halt Wikipedia. Wikipedia für Warframe. Aber dann hier noch alles, Alter. Ja, das tun wir da bestimmt alles mit der Zeit hier freischalten, die ganzen Geräte hier unten noch. Ja, denke ich. Wie war das? Wo hast du das gesagt? Escape, dann auf Ausstattung, dann auf Landungsschiff und dann auf Innenraum anpassen. Ey, das machen wir doch jetzt nochmal. Genau, das sieht er jetzt. Ich hab meinen angepasst nach meiner Figur. Weil meine ja so orange-rot ist. Habe ich das hier alles auch so. Ja. Cool, ich mach das so. Und wo ist denn meine Sekundär? Ja, sorry, liebe Freunde, wir müssen uns erstmal ein bisschen umschauen. Bekleider, hier haben wir doch Bekleider. Oh, da gibt es auch viele Bekleider. Was sind das? Ein cool. Suki Kubro.
Wir machen das hier so, so weinrot. Das gefällt mir der Raschka Rupro. Nee, das gefällt mir ja. Rukas Rupro. Auch. Alter, was? Akzente. Oh, schaut auch cool aus. Machen wir das noch mit diesen geilen roten Akzenten. Und jetzt machen wir wieder hier so. Oh, geil. Das ist ja richtig cool, dass du es anpassen kannst. Jetzt passt es so richtig zu meinem Charakter. Kuriositäten. Mhm. Cool. Waffen. Ach geil, der schaut jetzt richtig cool aus. Aber ich hätte noch so, das muss ich jetzt mal machen, warte mal. Ausstattung, Landungsschiff, anpassen. Wir hatten doch irgendwie so Mods. Muss hier irgendwas aber noch in Grau reinsetzen. Hier, Umlenkung. Warte mal, da muss ich hochgehen 40, dafür. 40% Schildkapazität. Ach, die Mods, die sind dann einfach schon da. Die kannst du nicht hier noch irgendwie einsetzen oder so. In den man Raum. Kann doch jetzt hier auf Escape. Dann hat man hier Ausstattung. Quests. Ausstattung. Inventar. Ja, keine Ahnung, was das hier sein soll. Fertigkeiten, Arsenal. Achso, dann sind wir wieder hier drin. Markt, Kommunikation, Quests. Okay, jetzt gefällt es mir besser. Okay. Quests, Profil, ja. Gut. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir von der wieder zur Sternkarte. Oder haben wir jetzt hier schon 20 Minuten wieder auf Schiff rumgegangen? Wir sind jetzt auf 21 Minuten. Ich würde sagen, die nächste Mission machen wir dann in der nächsten Folge von Warframe. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Mission. Ciao! Tschüss!